Hallo, hier ist der Jürgen aus Thailand. Hallo. Heute mal was Kritisches und zwar über den Umgang mit Kommentaren. Also ich bin sehr tolerant, aber wenn man dann merkt, dass in den Kommentaren dann unter der Gürtellinie argumentiert wird, da stehe ich gar nicht so drauf und aufgrund dieser Tatsache werden dann einfach von mir auch Kommentare einfach nur gestrichen, beziehungsweise dann auch der Kommentator dementsprechend halt eben auch des Feldes verwiesen, sage ich jetzt einfach mal so. Ich wünsche mir, dass man schon Kritik anwendet, aber bestimmt dann auch, ich sage jetzt mal, in einem Umgangston, der für Menschen gebräuchlich ist und nicht unter der Gürtellinie landet. Ich habe dann gestern oder vorgestern war es halt eben auch, ja, ich sage jetzt mal, so einen grün angestrichenen Weltverbesserer. Den habe ich einfach von der Liste genommen und habe ihm das halt eben, ja, untersagt, auf meinem Kanal unter der Gürtellinie zu handeln. Damit es von vornherein klar ist, Chloe und ich, wir sind ein gleichgeschlechtliches Ehepaar, was hier in Thailand durchaus ganz normal toleriert wird und wir in Deutschland auch 4 Jahre lang keine Probleme hatten mit unseren Freunden, Kunden und was auch immer da uns entgegenkam. Wir wurden ganz normal behandelt und auch in keinster Weise schlecht. Ja, zum Thema aus Deutschland heraus. Da sei noch gesagt, ja, das Ganze in Deutschland hat sich ja mittlerweile, kann man sagen, in den letzten 20 Jahren immer zum Schlechteren entwickelt. Da ist zum einen auch die Bildungspolitik. Man schimpft ja immer darüber, dass wir einen Fachkräftemangel haben, aber ich glaube, die Ursprünge liegen bestimmt mindestens 15 Jahre zurück mit einer PISA-Studie, in der ja klar wurde, dass das Bildungssystem eigentlich komplett, na sagen wir mal, für den Arsch nicht ist, aber eigentlich die Lehrkräfte komplett überfordert sind. Anstatt die Lehrkräfte dazu zu befähigen, die Kinder oder heranwachsenden Menschen ja, einer besseren Bildung zuzuführen, hat man dann die ganze Geschichte rumgedreht und sich gesagt halt eben, ja, dann sind die halt eben blöd, in Anführungsstrichen. Und dann müssen wir halt eben, ja, unsere Ansprüche runterschrauben und dann kann halt eben jeder Depp, in Anführungsstrichen, ein Studium machen. Diese Deppen, in Anführungsstrichen, so bleibt es auch in Anführungsstrichen, haben dann irgendwann auch Abitur und. Und wenn sie Abitur haben, dann können sie quasi nicht mehr arbeiten. Ja, so ist es halt eben. Und wir haben keinen Fachkräftemangel. So sehe ich das. Wir haben nur ein ganzes Volk voll Fauler da rumlungern. Das ist meine persönliche Meinung. Man muss die nicht teilen. Aber ich sage jetzt mal, wenn man morgens, sage ich mal, um 10 Uhr irgendwo an einem Stadtpark vorbeifährt und da sitzen mehr Hartz-IV-Empfänger drin als alles andere oder als Rentner zum Beispiel, was ja durchaus normal wäre, die ihren Lebensabend genießen, da ist in Deutschland was falsch gelaufen. So sehe ich das. Das ist jetzt meine Meinung und ja, da sollte man sich drum kümmern. Ich glaube, da liegt schon einiges im Argen. Ich habe mir extra mal so eine kleine Liste gemacht, ja, an denen man da so ein bisschen was festhalten kann. Ich sage jetzt einfach mal Grundsteuerreform. Ich war selber Eigenheimbesitzer und habe ja mein Eigenheim, ich sage jetzt mal, noch gewinnbringend veräußern können. Aber viele Freunde von mir besitzen noch dieses Eigenheim und denen geht der Arsch auf Grundeis. Allein aufgrund der Grundsteuerreform weiß niemand, was auf einen zukommt. Ich sage mal so, viele, die Jahre oder Jahrzehnte lang auf ihr Häuschen abgezahlt haben, müssen mittlerweile damit leben, dass sie wahrscheinlich ja so eine hohe Grundsteuer zahlen werden, nachdem sie das eigentliche Haus abbezahlt haben, dass man meint, man wohnt fast zur Miete. So gehe ich davon aus, dass es in 2 bis 3 Jahren sein wird. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Man muss die nicht teilen, aber man sollte sich da mal Gedanken drüber machen. Ja, Bundesregierung. Ja, ich sage jetzt mal salopp. Wenn ich eine Putzfrau neben einen Panzer stelle und die dann halt eben als Verteidigungsministerin, ja, sage ich jetzt einfach mal, hochlobe, da ist irgendwas falsch gelaufen. Man wird ja in der Welt überall belächelt. Oder eine Außenministerin hat, die nicht mehr Grips im Schädel hat, als ein Spatz Fleisch an der Kniescheibe hat. Da ist doch einiges falsch gelaufen, so glaube ich auch. Und
ein Kanzler, der gewählt wurde, in Anführungsstrichen gewählt wurde, der durch Skandale vorher schon brilliert. Da bezweifle ich mal ganz stark an, dass das alles so richtig gelaufen ist. Wenn in Deutschland, in ganz Deutschland bei den Wahlen bloß 8 OSZE-Wahlbeobachter sind, da ist doch einiges im Argen. Zumal ja schon am Wahlabend selber Querelen in Berlin aufkamen in Bezug auf die dortigen Wahlen. Ja, Stimmzettel nicht richtig oder falsch oder verschwunden, wie auch immer. Das deutet doch einiges darauf hin, dass hier nicht alles klar gelaufen ist, sagen wir es mal so. Eigentlich sollte dieser Kanal dazu sein, unser Leben hier in Thailand zu dokumentieren. Und das soll auch weiterhin so sein. Das waren heute nur mal ein paar kritische Dinge von mir. Die sollen nur mal Denkanstoß sein. Ja, ich will keinen dazu verleiten, irgendwie blöd über mich zu denken. Soll sich auch mal selber hinterfragen, eventuell, ob ich, der hier vor der Kamera sitze, eventuell recht haben könnte. Und ich möchte nur Denkanstöße geben, weiter nichts. Sonst bleibt alles beim Alten. Wir wollen eigentlich nur unser Leben hier dokumentieren. Und das war es dann heute mal etwas kritisch und ein paar klare Worte in Bezug auf unseren Kanal. Und ja, zum Abschluss haue ich noch einen raus. Aufgrund der Tatsache, dass wir uns eben dazu geoutet haben, dass wir gleichgeschlechtlich sind, ist das soweit alles okay. Nur, wenn ich dann sehe, wie dieses queere Volk in Deutschland dann mittlerweile ja seine Daseinsberechtigung sucht, ich sag jetzt mal alle 2-3 Wochen in irgendeiner anderen Stadt ein Christopher Street Day oder sowas zelebrieren muss, nee, das können wir dann schon selber nicht mehr sehen. Ja? Soll doch jeder so leben, wie er möchte. Ja? Ob er als Zahnkranz oder halt eben als Bohnenstange oder fühlt sich unwahrscheinlich toll in vielerlei Geschlecht. Jeder soll so leben, wie er möchte. Ja? Also bitte Toleranz zeigen. Mussten wir auch. Immer, ja, in unserer ganzen Ehe bis jetzt. Auch anderen gegenüber. Ja, und dabei lasse ich es jetzt mal bewenden und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Wie gesagt, falls euch das gefällt, was wir hier von uns geben oder halt eben auch nicht, das kann auch sein, abonniert den Kanal oder auch nicht. Und wie gesagt, Kritik ist angebracht, aber bitte oberhalb der Gürtellinie. Ansonsten soweit alles top. Ich danke euch. Wenn euch das gefällt, dann teilt es auch und ich wünsche euch weiterhin eine schöne Zeit, bleibt gesund und ich hoffe dafür, dass in Deutschland, speziell in Deutschland, sich vielleicht wieder einiges ändert. Ich wünsche euch was. Tschüss, das war's für heute.